rächt sich das, dass ich mich nicht genug über das Spiel informiert habe. Huhu, du kriegst mich nicht. Nein, hau ab. Ich bin zu... Ah. Ich bin zu schnell für dich. Mm. Ach komm. Oh, endlich mal wieder bis hierhin geschafft, ey. Nein, nein, nein. Oh. Hatte ich nicht genügend Speed drauf. Nein, 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 nein. Boah, das war bestimmt auch haarscharf zu den dummen Spitzen. Wie hab ich denn das von uns dort geschafft? Da vorne, wenn ich da runter gehe, kommt sowas. Aber wenn ich... Und in der Mitte, das ist ja fast unmöglich bei den Abständen von den dummen Viechern, ey. Oh, jetzt hab ich vergessen, dass dort auch noch Spikes sind, die mich töten wollen. Hab ich denn das geschafft? Vorhin. Sah das so easy aus, so locker flockig. Ich habe mich mal da wieder rausgeholt. Kein Ding. Kill me, Mr. Boo. No problem, sir. I want to die anytime, anytime. 300 deaths in, yeah, 151 minutes. No problem, no problem. I'm the master in dying. Für alle, die kein Englisch können, ich bin ein cooler Typ. Hieß das, was ich gerade gesagt habe? Langsam schwindet die Lust, langsam. Aber ich will da. Das ist ja das Problem, ne? Man hat überhaupt kein, schon nach den 100 Deaths oder so, keine Ahnung, hat man keinen Bock mehr, das Kackspiel zu spielen. Aber irgendwie will man trotzdem das Spiel, nachdem man die ganze Zeit solche Kack-Arschtritte bekommen hat von dem Kackspiel, möchte man es gewinnen. Man möchte sich nicht geschlagen geben. Ich möchte auch vor euch mich nicht geschlagen geben. Mann. So, lass uns über was anderes reden, außer das Spiel. Ich mach das so nebenbei. BVB ist gestern ins Champions League-Finale eingezogen. Ja. Ein, ja, recht spannendes Match, kann man sagen. BVB am Anfang, ja, die klar schlechtere Mannschaft. Dann in der Mittelphase. Hat sie sich gefunden, hatte viele gute Torchancen. Aber in der Endphase, Alter, da kam Real Madrid nochmal. Das, ich weiß nicht, wer es von euch gesehen hat, aber das war richtig haarscharf, ne? Erst in der, ich glaube, in der 82. Minute machen sie das 1-0. Verdienterweise, weil sie hatten genug gute Chancen. Schon nach der ersten Viertelstunde hätte es 3-0 für, oder sagen wir 3-1 für Real Madrid stehen können. Aber Weidenfeller war auch wirklich in Topform. Also Weidenfeller, hätte Borussia Dortmund ihn nicht im Tor gehabt, dann hätten sie dieses Finale streichen können von ihrem Kalender. Ja, auf jeden Fall kam dann Real Madrid zurück, hat 1-0 geschossen, hat dann gleich danach, ich glaube in der 87. Minute noch das 2-0 geschossen. Dann 3-0 hätte ihn ja ausgelangt. So, dann kam Dortmund immer wieder, hatte gute Chancen,
Dann kam Real Madrid, hatte gute Chancen, aber am Ende ist dann 2-0 ausgegangen für Real Madrid. Das reichte nicht nach einem 4-1-Hinspiel, um ins Finale einzuziehen. Deswegen ist Dortmund im Finale und ich hoffe ganz arg, dass Bayern heute seinen 4-0-Vorsprung nicht mehr hergibt. Also das wäre wirklich... Okay, gestern hätte auch keiner mehr gedacht, dass es noch so spannend wird, dass Real Madrid da noch zwei Dinger reinbekommt. Aber ich glaube, alle, nur um in die Verlängerung zu kommen, müsste ja Barcelona 4 Tore schießen und Bayern kein einziges. In dieser Saison ist es, glaube ich, noch bei keinem Spiel vorgekommen, dass Bayern kein Tor geschossen hat. Ah doch, bei Arsenal. Gegen Arsenal haben sie 2-0 verloren. Aber trotzdem, das wird Bayern sich nicht nehmen lassen, da ins Finale einzuziehen. Nach so einer Glanzleistung, 4-0 im Hinspiel, wird das nicht machbar sein für Barcelona, meiner Meinung nach. Schauen wir heute Abend mal alle. Ich weiß nicht, ob ich heute schon den... Ah ne, diesen Part werde ich heute auf jeden Fall nicht aufnehmen. Also wenn ihr diesen Part seht, werdet ihr wahrscheinlich schon wissen, ne? Vielleicht sogar, wer das Finale gewonnen hat. Egal. Ich musste mich jetzt ein bisschen ablenken hier. Von diesem behinderten Mario, ey. Das ist aber auch eine kleine Bitch, ey. Schon wieder eine Schnapszahl. 333. Ich weiß nicht, was ich noch machen soll, Leute. Das Level allein hat, glaube ich, schon 100 Deaths gefordert. Nee, mehr. Mehr, glaube ich. Was machst du denn, Mario? Bitte. Kann doch nicht dein Ernst sein. Lässt mich hier so im Stich, ey. Da war das Ziel. Da war das Ziel. Da war das Ziel. Oh Mann. Leute, da war das Ziel von diesem behinderten Level. Wisst ihr, was ich wirklich favorisieren würde, wenn das letzte Level von dem ganzen Spiel wäre, ey. Aber ich glaube es nicht. Ich glaube nicht dran. Das ist vielleicht Level 6 oder so. Ich weiß nicht, ob ich richtig mitgezählt habe, aber weiter dürfen wir da nicht voran. Er hat mich nicht berührt. Hallo, Scheißspiel, ey. Scheiß Engine, Alter. Der ist noch einen Millimeter. Nee, nimmer. Viel mehr. 2 Millimeter von mir entfernt. 3 Millimeter. Trotzdem berührt er mich. Klar. Der hat so einen Giftstachel, so einen unsichtbaren Giftstachel vor seinem Kopf, der mich da besiegt, Alter. So sinnlos, ey. Natürlich, in einem Flash-Game hat man nicht die Möglichkeiten, da so viel Programmierkenntnisse einfließen zu lassen. Aber trotzdem, ey, kann doch nicht sein, ey. Dass man da wirklich noch gute 2 mm hat und trotzdem getroffen wird von dem hässlichen Vieh. Genau dich meine ich. Du Hässler, ey. Ich dachte, vielleicht ist da, um euch das zu erklären und nicht zu sagen, ja, ich habe hier voll verkackt. Ich dachte, da ist vielleicht in der Mitte auch noch ein Block. Aber das wäre dann, glaube ich, schon wieder zu einfach vom Denken her gewesen. Ich glaube, entweder ich muss auf den Block, der da ist, der aber wahrscheinlich weggehen wird, könnte ich mir vorstellen. Entweder ich muss da drauf oder ich muss direkt bis zum Ziel. Na, komme ich überhaupt bis dahin? Ah, ist das schon... Jetzt weiß ich, wo ich abspringen muss bei den komischen Landkriechern da. Da ist das jetzt schon... Die Hürde schon mal... What the heck? Ist die Hürde schon mal geschafft?
Das heißt, dort komme ich jetzt eigentlich relativ easy vorbei. Was mache ich denn hier? Hä? Was war das gerade für ein Lauf, ey? Ich wusste gerade gar nicht mehr, wo ich bin und wusste auch nicht, wo kommen jetzt Fallen und so. Also lieber nochmal von Anfang starten. What the hole? Da war ich zu schnell. Hätte ich warten müssen. Oh, voll ausgedrückt. Hahaha. Hab ich dich ausgedrückt, du alter Scheißspiel. What the heck?